Großbritanniens Schwimmstar Adam Peaty wird im Frühjahr trotz der lukrativen Preisgelder nicht an der neuen Champions Swim Series des Weltverbandes FINA teilnehmen. Der Olympiasieger lehnte die Einladung offiziell wegen seiner Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften im Juli in Gwangju, Südkorea ab. Allerdings gilt Peaty als starker Kritiker des Weltverbandes und als großes Zugpferd der International Swimming League ISL. Diese Profiserie verspricht in der ersten Auflage 2019 ein Preisgeld in Höhe von 5 Millionen Dollar sowie 10.000 Dollar Antrittsgeld pro Sportler. Bei dem neuen FINA-Wettbewerb lässt sich deutlich mehr Geld verdienen, allerdings nur für die absolute Schwimmelite. Geplant ist, dass in ausgewählten Einzelrennen jeweils nur der Olympiasieger, der Weltmeister, der Weltrekordler und der Jahresweltbeste gegeneinander antreten. In der Praxis ist dies jedoch kaum umsetzbar, Peaty zum Beispiel hätte bei dieser Rechnung über 100 Meter Brust alleine antreten müssen. Trotzdem sei der lukrative Wettkampf definitiv ein Schritt in die richtige Richtung für den Sport, sagte Peaty. Auch zwei deutsche Athleten dürfen sich auf einen Zahltag freuen. Vize-Weltmeisterin Franziska Hentke wird in Budapest 11. und 12. Mai über 200 Meter Schmetterling starten. Punkt. Beim selben Meeting darf sich der Olympiasechste Philipp Heinz über 200 Meter Lagen mit den Besten der Welt messen.